Jetzt können wir. Das ist so widerlich. Jetzt können wir weiter. So, ich muss das andere nochmal. Da sind noch Kisten. Ich muss das andere wahrscheinlich nochmal anmachen. Wechsel in den Wartungsmodus des Ventilationssystems. Bitte heben Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit die Sperre über das Terminal auf. So. Frontalangriff. Können wir nicht einfach ganz normal. Das war's. So, ich hab den analysiert. Gegenstände gegen Gift. Schon wieder verdrückt. Sperre aufgehoben. Zugriff autorisiert. Yes. So, Quatsch. Also dann. Ja, Moment. Ich muss erst nochmal heilen. apropos, weil ich gerade auf Versehen drauf gedrückt habe. Bin ich nicht nochmal eine Stufe gestiegen? Barrett hat noch 12. Barrett ist eine Stufe aufgestiegen, stimmt. Freigeschaltet. Das hat, den haben wir komplett. Physische Abwehr. Magische Abwehr. TP Maximum. Was haben wir denn da drüben? Magische Attacke. TP Maximum. Ich mach das da. Sorry, ich gehe immer aufs TP Maximum zuerst. Ist wichtig. So. Materia Nummer 1, du bist meins. Chocobo Mogri. Eine schwere Materia? Wunderschön. Frag mich, was da für eine Espa drinsteckt. Espa heißen die. Ich auch. Chocobo Mogri heißt das. Barrett kann noch eine Materie, eine Espe einsetzen. Ich möchte die Beschwörung von Chocobo und Mogri. Ja! Die physische Attacke dieses eingespielten Teams verursachen entweder windelementaren oder elementarneutralen Schaden. Geil. Yay. Okay. Damit hätten wir das hier. Chocobo und Mogri. Ich kann da mit Sicherheit die Musik kaufen. Ja. Was gibt's denn? Waffen und Rüstungen? Einen Lederschutzreif habe ich nicht. Okay. Schutzweste. Behandeln. Ermittelt die Einsatz von Zustandsheilmagie. Behandeln ist nicht schlecht, wenn wir ständig vergiftet sind. Aber ich habe keine Materias dazu mehr frei. Okay, wir haben Materia Nummer 1. Also Nebenaufgabe Nummer 1. Wie kommen wir jetzt zur Nebenaufgabe Nummer 2? Die ist da hinten. Gut, das ist mal wieder zurück. Das ist auch eigentlich niemandem auffällt, dass wir hier das Licht ausknöpfen.
Ach, das ist auch nochmal ein... Ah, nee, mit dem sind wir hergekommen, ne? Wo ist denn der dritte Strahler? Der ist tot, der da hinten ist tot, der da hinten leuchtet noch. Also müssen wir ja doch dahin. Der letzte Strahler. War ein ganz schöner Umweg hierher, was? Hier haben wir keine Wegmarkierung. Und Jesse und Wedge sind auch nicht da, um uns zu helfen. Ja, wie Dix wohl reagiert. Aber ich will doch die Materie da hinten. Wenn ich hier nochmal... Wenn er hört, warum die beiden nicht mitgekommen sind, er macht sich immer so viel Sorgen. Kiste! Hier sind wir direkt beim Strahler Nummer 3. Und wo zum Teufel kommen wir hier hin? Was soll das werden? Ein Ausflug? Naja, ich bin mal so. Wir sind zumindest auf der richtigen Ebene bezüglich der Materie. Gott sei Dank. Ich hatte echt kurz bedenkt, dass wir die nicht mehr gekriegt kriegen. Bereit für die Schlacht? Na und wie? Moin! Das ist eine Königin! Oh, nicht dein Ernst. Es ist vorbei! Morgen. Nicht Gegenstände. Fertigkeiten, Analyse. Auf Nummer. Wirksam Eis. Okay. Au. Oh, lol. Ich brauche... Nein, ich brauche tiefer. Mit der Magie und dem Eis. Aua. Gegenstände halt. Trotz Block. Aua. Magie. Gegenstände halt. Tiefer. Aua. Kannst du das machen? Nicht aufgeben. Roger, nicht übernehmen. Magie, Vita, tiefer, bitte. Fertigkeiten, Schockschuss. Hab was für dich. Unten bleiben, abschauen. Damit ist nur eins weg. Wir können Magie, Vita, tiefer. Ach, ich habe ja die Engel so, ich hatte gar keine. Und ja. Magie, Engel, tiefer. Dreh mir den Spieß um. Na, was ist? So, klar, wo bist du? Magie Vita. Alles im Blick. Magie Vita tiefer. Jetzt oder nie? Nee, Schock an für mich. Das war's dann. Nimm das. Oh, Schock an fertig. Schock! Schock! Der Feind ist geschwächt. Nimm das! Das wäre geschafft!
Gott. Okay, ich brauche noch mal... Nehmen wir die Gegenstände für Barrett. Ich nehme die Gegenstände. Gegenstände. Der wählt automatisch den an, der am wenigsten LP hat. Okay, doch nicht. So. Wo müssen wir denn dann hin? Den kann man jetzt runterlassen, ne? Oh, alles Gute kommt von oben. Na? Ah, jetzt. Da steht Fett R und was auch ich. Ich mache den Lumpenstick. Selbstverständlich. Genau so, nicht anders funktioniert das. Ich habe hier keine Kiste übersehen oder so. Nee. So, ab nach hier drüben. Das ist, nee, das ist ein Zur-Strahler. Ein Zur-Strahler, der aus ist. Ja, Materia. Du bist mein. Elementar-Affinität. So, was macht denn die Elementar-Affinität? Elementar-Affinität. Nehmen wir für zusätzlichen Elementarschaden von 8% in Rüstung halbierte Elementarschaden. Okay. Ist nicht schlecht zu haben. Sagen wir es mal so. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Nach der Ach, dafür müssen wir die Leiter wieder hoch. Okay, alles klar. Die wir ja vorhin runtergegangen sind. So, einmal schnell nach oben. Und ab zum Strahler. Okay, was müssen wir hier wieder? Wir müssen die Stege so platzieren, dass wir zum Strahler kommen. Ah, fast. Aber was ist da hinten noch, dass ich da hinten auch noch lang komme? Nichts? Echt jetzt? Spiel? Nichts? Du bist so gemein, du bist so gemein. Okay. Ab doch die Mitte. So gut wie erledigt. Ist das alles? Ich verliere nichts. Nicht unter immobilisiert, du Sack. Verzieh dich! Verzieh dich, Schwamm! Das war's dann wohl. Ich bin eine Stufe aufgestiegen. Waffenmodifikationen. Ich habe nur 5. Mann. Gemein. Ich habe, glaube ich, die Kisten auf. Wir sind schon gut zerstört. Ist nichts gut. Gehen wir hochklettern. Ist noch gar nicht hell. Aber gut, klar, es ist eine Sonne, ne? Wäre ja komisch, wenn die nicht hell wäre. Kiste. Magischer Armreif. Okay. Die sich aber auch grundsätzlich dran vorbeirennen, immer. Damit wäre die dritte Sonne aus. So, alle drei Strahler sind aus. Ob sich der Hauptlift jetzt in Bewegung setzen lässt? Müsste. Gut, also zurück zum Abschnitt H1. Zurück zum Abschnitt H1. Hoffentlich ist Jessys Verletzung nicht allzu schlimm.
wenn wir Shinra ordentlich zusetzen, ist das die beste Medizin für sie. Ja, da hast du recht. Zum Glück bist du für Wedge eingesprungen, Cloud. Ja, mach ich doch gerne. Doch, stimmt schon. Ich dachte schon. Wo treffen wir uns denn mit Bix? Am Durchgang zum Makoreaktor. Bix meinte, er hätte Pläne von A bis Z gegen die Langeweile. Bei unserem Tempo kommt er sicher nur bis Plan G. So. Na komm, lass mich raus. Lass mich raus. Wir sind zurück am Hauptlift. Mach dich auf was gefasst, Reaktor. Wir kommen. Yay, Reaktor, wir kommen. Der erste Reaktor war ja so easy peasy. Stromversorgung wiederhergestellt. Liftelektronik wird aktiviert. Neustart abgeschlossen. Lift betriebsbereit. Auf Nimmerwiedersehen, du scheiß Metalllabyrinth. Ja, dann lass uns mal runterfahren, ne? Jetzt kommen wir zum Reaktor. Was für ein schrecklicher Ort. Hier wird der Planet gefoltert. Da drin wird uns der Geruch von Marco entgegenschlagen. Macht euch drauf gefasst. Ja. Wie riecht Marco? Hört ihr das? Der Reaktor ruft uns. Schnell. Schneller. Komm zu mir. Barrett? Du bist wahnsinnig einer der Batsche. Und der Punkt der Zutritt. Verfahren eingeleitet. Raketen? Magie, Engel. Hey, alles okay? Wir sollten uns nicht von den von den Dingern treffen lassen. Da fliegen die Augen aus dem Schädel. Komm schon, meine Fresse. Ich bin an deiner Seite. Aua. Fuck! Das wird schon wieder. Sicher ist sicher. Aua. Oh, komm. Au. Dankeschön. Okay, Magie, ich mach mal Vita zu Cloud. Magie, nix. Bring mir die Köpfe zum Rauchen! Nicht so nah! Keine MP mehr. Da war ein Schockschuss. Speuerschuss habe ich auch. Habe ich den anderen drüben jetzt geguckt gemacht. Die war Stufe 17 erreicht. Jawohl. Fertigkeiten. Stell dann ab. Das ist Quatsch. Ich sollte vielleicht blocken, ne? Fertigkeiten. Schockschuss natürlich. Okay. War auch nur
Gott, sicher bin ich macht er sich schlecht. Sorgen, weil wir so lange brauchen. Gegenstände. Alle wieder aufheilen. Ja, nicht Gegenstände, Magie. So, aber eigentlich können wir noch mal. Jo, passt. Auf nach oben. Um unseren zweiten Reaktor zu killen. Irgendwie komisch, dass niemand versucht, uns aufzuhalten. Du sagst es, Tifa. Wird alles von Shinra überwacht. Bemerkt hat man uns garantiert. Ja. Warum hast du denn nicht eher was gesagt? Hätte doch nichts geändert. Wir wussten, dass das ein Drahtseilakt wird. Jetzt balancieren wir weiter. Augen zu und durch. Wow. Nicht runtergucken. Guter Rat. Okay. Hier kriegen wir vielleicht doch mal MP-Heilung. Ein bisschen das ganze Team. Oder wir kriegen auch nichts. Das ist auch schön. Kein Thema. Ich bin natürlich perfekt ausgestattet. Was ist? Nichts. Und ich finde es übrigens auch beängstigend, dass bis jetzt noch niemand zu uns gekommen ist. Ich bin nervöser als erwartet. Wenn man uns immerhin... Wo für die Medaille? Wenn man uns immerhin entdeckt hat. Wir haben drei fucking Sonnen ausgestellt und wir können nicht in den Weg geblieben sein. Und trotzdem ist niemand hier. Kein Soldat, nix. Also, Agadist. Der ist ja nicht Soldat hier. Cloud ist Soldat. Gnade! Cloud? Wo sind Jesse und Wedge? Erzähl. Angeblich sind ein paar Kriminelle vom Zug gesprungen, haben Shinra auf Trab gehalten. Hier ging es dafür umso ruhiger zu. So konnte ich in Ruhe den Weg zum Reaktor auftun. Hey, 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 Biggs! Ich wusste auf dich, es verlass! Und wo sind die anderen? Biggs? Also Jesse wurde verletzt. Oh nein. Klappert munter wie immer. Alles gut. Danke fürs Einspringen. Nun, ciao. War jedenfalls eine gute Idee, den Zug nach Sektor 4 zu nehmen. Der Großteil des Wachpersonals ist jetzt dort. Und ihr könnt euch in Ruhe um Reaktor 5 kümmern. Bisschen schwer zu erklären, aber hier hinter liegt das gute Stück schon. Einen engeren Gang hast du wohl nicht gefunden, was? Auch noch Sonderwünsche. Und hier sind die Seilwinden, wie besprochen. Na? Du hast wirklich ganze Arbeit geleistet, mein Junge. Wir sehen uns später, okay? Logo. Gut, dann legt mal eure Seilwinden an. Macht sie ordentlich fest, damit ihr sie nicht verliert. Am Ende unserer Mission seilen wir uns mit denen nach unten ab. Wir schaffen das. Natürlich. Schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Das wird sowas von schief gehen. Das wird sowas von schief gehen. Ich weiß es doch jetzt schon. Aber wir haben hier gerade ein Sturmgewehr gekriegt. Warum haben wir denn ein Sturmgewehr? Oh, ich bin schon leise. Also, noch ein bisschen. Weiter nach links! Und zwar zack, zack! Wir brauchen mehr Licht. Herr Direktor, dürfte ich an die Krawatte? Beeilt euch, ihr Trottel! Ernst.
Gleicher Aufbau wie im letzten Reaktor? Ja. Sind fast am Reaktorkern. Dann los. Oh Mann, das geht schief. Der sieht uns dabei zu, was wir hier tun. Der sieht uns dabei zu, was wir hier tun. Das kann nur schief gehen. Ich weiß es doch. Und wie geht's jetzt weiter? Das ist eine gute Frage. Vielleicht hier? Oh, wie praktisch. Alter, vor Coolness. Ah! Ist in Ordnung, Buch? Baron, du kannst auch noch lauter schreien. Ist kein Thema. Das war steiler, als ich dachte. Das war geiler, als ich dachte. Wie cool war das denn jetzt? Phoenix wieder bitte? Nee, Supertank. Supertank ist auch in Ordnung, nehme ich auch. Vielleicht hier ist hier unten aber auch nochmal so ein Kombini. Hey. Oh nein. Seht mal, wenn so ein Blechklotz uns angreift, sehen wir vermutlich ziemlich alt aus. Solche Kampfroboter werden gegen riesige Bestien eingesetzt. Scheint das neueste Modell zu sein. Falls wir dem mal begegnen sollten, bleibt uns nur eins. Die Flucht. Zum Glück hält er noch seinen Mittagsschlaf. Ich habe die Befürchtung, dass er das nicht mehr lange tun wird, denn zwei von diesen Teilen fehlen. Ich glaube auch, dass die Flucht nicht so ganz funktionieren wird. Dankeschön, Spiel. Jetzt schon. Verdächtig ruhig hier. Was hast du von den Shinra-Waschlappen erwartet? Die Schüsse haben sich aber erst der Gelegenheit die Flucht ergriffen. Wow! Ich glaube, ich sollte eigentlich die Kisten kaputt haben, aber die Drohne ist auch nicht schlecht. Können wir hier irgendwas drücken? Nee. Aber vielleicht wollen sie uns auch nur filmen, damit ihr das sieht, dass wir sprengen. Dieser Geruch erweckt Erinnerungen. Aber das macht auch keinen Sinn. Dann kommt doch wieder ein Endboss und ich kenne mich mit Endbossen und die sind kacke und ich spiele so schlecht. Ich bin gerade ein bisschen demotiviert. Scheiße wird. Das ist die Art des Spiels, zu sagen, ich helfe dir. Und danach ersticht es einen hinterrücks. Mit ihren Fuckgegnern. Oh nein, ich sehe ihn doch schon. Vor allem sehe ich zwei davon. Mann. Ja, moin. Achtung! Oh, die Tür hier! Mit Laserverstärkung. Vor allem, ich bräuchte halt Magie Blitz. Ja, mach einfach nichts. Sterben. Aua. Nur Fertigkeit für einen Schockstoß. Ups. Aua. Nein, nicht den.
Kommandos, Magie, Blitz. Doch, passt schon, Magie, Blitz. Dankeschön. Dankeschön, ich bin immobilisiert. Eigentlich wollte ich das. Nimm das. Magie, Rita, bitte einmal für... Ach, Klaus, geht so noch. Barret aber. Shotgun fertig! Ausdauer besiegt. Damit können wir uns wieder aufheilen. Heiltrank nochmal. Heiltrank tiefer. Ich bräuchte mehr Supertränke. So, haben wir hier irgendwas noch übersehen? Hab ich hier irgendwas noch übersehen? Ich glaube nicht. Und oh, ich möchte nicht. Soldier first class, right? Yeah.